Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hermann Löns. Eine Igelfamilie geht aus. Eines Abends, als der Schäfer vor der Tür sitzt und seine Pfeife raucht, raschelt es hinter dem Brennholz. Schnaubend und prustend kommt die Igelin angetrippelt, und hinter ihr wackeln die fünf Kleinen. Der Schäfer ist ein ernster Mann und lacht selten. Heute aber muss er doch lachen, denn es sieht zu putzig aus, wie die kleinen Dinger hinter der Alten hertrotten, überall kratzen und scharren oder hastig hinrennen, wenn die Mutter einen tüchtigen Wurm bloßgescharrt hat und ihn sich von den Kleinen fortnehmen lässt. Seit der Zeit ist es für den Schäfer und seine Frau ein Hauptvergnügen, den Igeln zuzusehen, und damit sie nicht gestört werden, wird der Hund jeden Abend an die Kette gelegt. Auch allerlei Essbares legt der Mann den Igeln hin. Butterbrot verschmähen sie, aber frisches Fleisch nehmen sie gern, auch kleine Fische, die der Schäfer für die Hechtangeln gefangen hat.